Ja gut, ich melde mich aus dem Volksberg. Herrliches Wetter, Sonnenschein. Peter jetzt hier drauf, hier, ne, wunderbar. Auf dem Fahrrad natürlich. Und jetzt geht das gleich nach der Ebene, nach den Tipps. Ne? Wunderbar, mit vielleicht noch ein bisschen anbaden. Ne? Wollen wir sehen, wie das läuft. So Jungs, alles Gute an meine Tipprunde natürlich nochmal. Wir wollen mal mit den Tipps anfangen. Das einmal hier Gladbach gegen VW, ne? Gladbach gegen unser Volkswagen. So wie gesagt, Gladbach hat gegen die Bayern-Mannschaft, B-Mannschaft 5-1 verloren, das sagt ja alles. Ne? Und da wird wohl auch Uli gesagt haben zu Heinkes, mach nicht so toll. Und Heinkes hat ja auch noch für die Fohlen immer was über. Das ist nicht so toll, sonst hätte das auf 7-8 werden können. Bei Bayern, die machen das ja unter 6, machen sie das ja kaum noch. Ja gut, und der Hacking sitzt ja auch irgendwo, ist auf dem Schleuder. Weil Max Ebel hat sich ja geäußert, habe ich ja im Fernsehen gesehen. Ja, er hat ihn gut geredet und das ist gefährlich. Das ist so gefährlich in der Branche, wenn du die Trainer gut redest. Er hat den Griff auch nicht besser gemacht. Da sind ja viele Leute, die er nicht besser gemacht hat. Auch immer verletzt und hin und her. Ja, zu VW muss ich sagen, 0-0 gegen Augsburg. Nicht? Bruno macht wie das Eichhörnchen. Nicht? Eine Eichel hinter den anderen, ein Punkt nach dem anderen. Aber Bruno wird da unten rauskommen, nämlich an. Mit 30 Punkten kommst du da unten weg. So sehe ich das. Ja gut, und das Ergebnis, oh, gut, ist doch mal 2-1 für Klepper. Weil ich Klepperer Freunde habe, sonst ist mir das auch egal. Ja, ist egal. Gut, weiter. Hannover, Bayern. Ja gut, Hannover ist natürlich klarer. Auf sich ja kein Favorit, ne, würde ich sagen. Also Bayern hat ja ein Spiel abgeliefert rein in den Pokal. Das war ja schon bald mit Real Madrid oder Barcelona ähnlich. Außerirdisch, ne? Das war außerirdisch, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, den bitteren Nachgeschmack haben wir ja mit Kovac auch bei Bayern München. Aber eine gute Truppe ist er, da können wir reden, was wir wollen. Ja, und Hannover, da muss ich einmal erwähnen, der Füllkrug. Den habe ich beim Kopfball gesehen. Der springt ja 2 Meter hoch. Da war ja die Uwe Seeler Schule. Der stand in der Luft. Schönes Tor gemacht. Also den Mann muss ich mal erwähnen. Und Harnik auch. Ja, gegen Stuttgart das 1-1 war ja auch nichts Tolles. Aber wie gesagt, da wird Bayern ja gewinnen, werden sie das. Aber wenn sie Lust haben, gibt das richtig für Hannover. Ich nehme an, dass sie das ausklingen lassen jetzt. Sie sind ja auch im Pokal weiter. Also ich tippe mal 3-1 für Bayern München. Ich gönne Füllkrug noch mal so ein Ding. Schön Kopfball. Ein guter Mann, ich meine, ein guter Mann. Ja, dann haben wir Leipzig. Leipzig ist ja so, für mich ja Leipzig einerlei. Die Batterien sind leer, das kann man sehen. In Bremen auch, da war ja auch nicht so toll, das 1-1. Die war ja besser erste Halbzeit, aber Bremen ist auch nicht schlecht. Ja, und Hoppenheim hat ja HSV. War das nur eine Vorführung? Also die beiden Gegentore, die wir gefangen haben, die Hamburger, da feuert C-Jugend wieder. Also das sehe ich so. Ich muss die Namen nennen, nee, will ich nicht. Diesmal will ich nicht die Namen nennen, die wissen schon, wovon ich rede. Wenn der Lattenknaller da reingeht, dann ist das doch okay. Hoffenheim war auch besser, ist auch okay. Aber die beiden Tore, also wenn ich in der Kneipenmannschaft wäre ich ausgewechselt, als rechter Verteidiger, dann wäre ich ausgewechselt. Oder der andere, unser Großverdiener auch. Der geht ja gar nicht hin zum Mann. Der guckt und guckt hin und her. Also ich will nicht über den HSV, die kommen ja noch. Ja, Leipzig ist für mich, weil ein Heimspiel haben, könnte unterschieden werden, aber ist Favorit. Ich gebe Leipzig nochmal eine Chance, dass sie das 2-1 gewinnen gegen Hoffenheim. Die haben ja auch unheimliche Qualitäten da vorne. Na gut, dann haben wir Frankfurt. Frankfurt Hertha. Erstmal herzlichen Glückwunsch für Frankfurt. Habe ich auch gegönnt. Ich mache die Truppe auch. Nur ich habe das Kovac nicht gegönnt. Aber das nützt ja nichts. Ich mache den Nico Kovac im Moment nicht so richtig. Also der muss sich erstmal beweisen in München. Da wird er noch Schwierigkeiten kriegen. So sehe ich das. Also das ist nicht Frankfurt. Aber das steht auf einem Blatt. Ja, der Herr hat gewonnen gegen Köln 2-1, das war ganz ordentlich, so sehe ich das. In zweiter Halbzeit von sehr klar besser wie Köln. Erste Halbzeit sah das gar nicht so gut aus, Köln mit einzelne Führung. Ja, aber ich glaube, Frankfurt ein schweres Spiel, kann auch Schwierigkeiten. Der Boateng, weiß ich nicht, wie weit der ist ja gestern runtergegangen. Aber ich nehme an, dass Frankfurt jetzt eine Euphorie hat und gewinnt das 2-1. Mehr wird das nicht. Ja gut, dann haben wir hier Hamburg, ne? Hamburg gegen Freiburg, ne? Ja, muss man schon so sagen. Also Jungs, guckt euch das mal an hier, ne? Die Spieler, die ganzen Leute sollen sich das angucken, mein Trikot hier. Und da sollen sie mal über nachdenken, was sie mit diesem Verein gemacht haben. Alle, vom Platzwart bis oben, bis zum Präsidenten, bis zum Ehrenhaus da oben. Alle, die sollen sich da mal durchlesen.
Die Leidtragenden sind wir und die Fans, nichts anderes, was hier geht. Das ist ja Fußball auf schlechtestem Niveau in meinen Augen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, einige reden noch, wir, die schaffen das hin und her. Also ich tue mich unheimlich schwer. Also da muss ich schon sagen, ich bin wieder bei, jetzt bin ich bei 0,001%. Also im Grunde genommen gar nicht. Aber wie gesagt, Fußball ist alles möglich. Da rede ich schon jeden Sonntag über. Ja, Freiburg war ja auch schwach, aber die haben sie auch wieder mit den. Also die sitzen beim Tee, auf einmal wieder raus und dann wird der Elfmeter geschossen. Was Frau Steinhaus sich dabei gedacht hat, ich will das nicht sagen, aber die war bestimmt nicht alleine. Ne? Da war wohl jemand beide begann. Ne? Die waren nicht alleine, ihr wisst, was ich meine. Aber gut, ist egal, so ein Elfer muss ich sehen. So eine Hand muss ich sehen, da muss der Schiedsrichter auch sehen. Wenn er das sieht als Hand, ist das ein Elfmeter. Da brauche ich gar nicht nach Köln schalten und hin und her. Aber ist egal, Videobeweis, ich liebe das ja, das wisst ihr auch nicht. Jeden Sonntag Videobeweis. Na gut, Hamburg muss gewinnen. Ich glaube, das wird eine Gurkerei. Ich tippe mal 1-1, mir wird das nicht. Das Thema ist durch. So, ich soll ja die Ergebnisse sagen, also das ist mein. Und wenn sie gewinnen, dann freue ich mich auf. Sicher, ja, logisch. So, dann haben wir noch hier Dortmund. Stuttgart gegen Bremen, da sage ich 1-1, 1-1, 0,0. Das wird wieder ein 1-1. Mir sage ich doch nicht zu. Feierabend. So. Könnt ihr auch nicht mehr nach oben und nach unten. Das Thema ist ja durch. So, jetzt sind ja alle durch. Ja, Dortmund Leverkusen, also ich muss schon sagen, Derby verloren, das sitzt tief, ne, das 2-0. Ne? Aber da kann man mal sehen, was Naldo wertvoll ist, ne, für Schalke. Ne? Der Mann ist 35, ne? Also immer noch gut in Schuss, muss ich schon sagen. Ja, und der Stöger, das sind die letzten Dinger, die er jetzt macht, das sind die letzten 3 oder 4 Spiele, dann ist er ja weg. Das ist ja nun mal so, den kannst du ja nicht mehr halten jetzt. Wenn sie da oben rausfallen noch, können sie ja noch, wenn Hoffenheim und so gewinnt und Leipzig. Ja, und zu Leverkusen muss ich sagen, Vorführung Bayern München, da war eine Vorführung, da gibt es gar keine Diskussion. Aber sie wollten mitspielen und das ist gegen Bayern immer. Dann kannst du nicht mehr mauern oder irgendwas machen. Du kannst mit der Truppe nicht mitspielen, dann kriegst du 6, 7, 8 Dinger. So sehe ich das. Aber wie gesagt, der lernt noch, der Herrlich, der lernt das noch. Und Rudi Rallerlei hatte wieder einen dicken Hals, habe ich ja gesehen auf der Tribüne. Der wurde immer kleiner, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Aber Spaß beiseite, Dortmund, Leverkusen ist auch ein kleines Derby noch nebenbei. Also ist doch mal Leverkusen, das schwere Spiel, das ist auch wieder so eine Sache. Also, ich gönne das den Stöger noch mal. Das ist lieber nicht der Kerl, ich mache ihn auch ganz gerne. Nicht? Also, ich tippe ein, dass Dortmund das 2-1 gewinnt. Ich muss bei diesen Ergebnissen bleiben. Viele Tore fallen dann nicht, glaube ich nicht. Ja, dann haben wir Augsburg Mainz, ne? Sonntagsspiele. Ne? Ja, Augsburg, ist, die sind durch da, die haben da kein Problem mehr mit. Ich weiß nicht, ob sie da oben noch reingucken können. Dann können sie noch, wenn sie alles gewinnen. Aber gut, Mainz, ja, Mainz muss jetzt verlieren wollen, ne? Nehme ich mal an. Dann wird das noch mal eng, dann kriegen sie den Ködel noch mal in die Hose. Dann haben wir alle noch mal eine Chance, sie da unten sehen. Köln auch noch mal. Wenn sie verlieren, wäre das noch mal interessanter. Aber so sehe ich das. Ja, das gewinnt Augsburg durch ein Tor von Michael 1-0. Oder wir kriegen wieder den Videobeweis. Ne? Ich weiß ja nicht, wer da in Köln sitzt. Ne? Die sollen mich doch mal hinsetzen. Ich mach das Ding hier. So viele Videobeweise gibt es gar nicht. Morgen gegen Freiburg. Ja, Sonntag gegen Freiburg. Ich denke, sind wir noch raus aus dem Keller. So, dann haben wir noch mal Köln-Schlagge. Ist ja auch ein Derby. Schlagge hat ja für mich im Pokal zu wenig gemacht. Tut mir leid. Du kannst nicht 10 Minuten groß aufziehen. Aber da war ja keine Hand. Da war ja ein Tor. Also auch wieder so ein Ding. Und da muss der Videobeweis angreifen. So wie bei uns mit dem Naldo mit der Hand da, vor 14 Tagen. Da muss der Videobeweis kommen. Aber da hieß es, das dauert zu lange. Und da ging mir in Mainz vor 7 Minuten. Also ich sagte, unsere 1, die Mafia hat wieder zugeschlagen. DFB, DFL, Mafia, Montagsspiele in die Tonne treten, die Mist. Da geht Peter gar nicht mehr hin. Aber da hat er ja bald nicht mehr nötig. Ne? Und dann habe ich ja einen Vorteil, zweite Liga, wenn ich zweite Liga gucke. Kein Videobeweis mehr. Und sondern nach mir das hin hier wunderbar, schön in der Sonne hier. Und dann gehe ich noch drüben Volksweg an die Elbe. Kann ich alles noch Sonntag machen, weil ich Skype ist, ich habe, das wisst ihr, habe ich schon gemerkt. So, dann wollen wir sagen, ja, was mich natürlich stört. Hector hat den Arsch aufgerissen, der hätte schon längst weg sein in Köln. Schmeißt der Trikot rein und die Leute schmeißen der Trikot zurück. Das habe ich gesehen in der Kurve. Das tat mir leid.
Das hat Hector nicht verdient. Also der Mann hat sich den Arsch aufgerissen. Wenn wir hier so viele Leute gehabt hätten, wären wir auch nicht unten gewesen. Aber das war schon so. Und dann der Anfang wird ja der Trainer, das muss man sich mal reinziehen. Kiel, das ist eine Granatentruppe. Der geht nach Köln. Der geht nach Köln, ein Absteiger. Ich begreife das nicht, oder für die, die das Reiferrennen begann. So, ja gut, dann haben wir natürlich noch Schalke, Ronaldo, wie schon erwähnt. Das ist ein guter, und Tedesco auch, das ist auch ein guter Trainer. Ich sehe ihn in der Kurve, sehe ihn und feiere damit. Das habe ich hier überhaupt noch nicht erlebt, diese Schlafmützen, die alle rumlaufen, mein HSV. Das ist so, das ist Emotion. Der nimmt die Leute mit, die 70.000 im Stadion, der nimmt sie mit. Ja gut, ich würde mal sagen, Köln, Schalke, aber Schalke ist der Favorit. Ich sag mal 2:05 für Schalke. Sonst wünsche ich euch einen schönen Tag, Jungs, und viel Erfolg an der Elbe.